Und natürlich hier weiterhin Fallen hinbauen. Und vielleicht könnten wir hier auch noch mal einen Friedhof hinmachen, dass da ein paar Untote... Ja, das könnten wir ja hier vielleicht auch noch machen. Machen wir mal hier und da. Und hier so einen kleinen... Kann man hier noch so einen kleinen Raum? Das brauchen wir nicht. Reicht das so als Friedhof? So, was macht ihr? Ihr habt kein Zuhause, ne? Da müssen wir mal gucken, dass wir für euch hier vielleicht hier so ein Plätzchen machen. Hier können wir noch ein bisschen Gold mitnehmen. Ah, hier könnten wir Manna dann hinbauen. Hatte ich, glaube ich, geplant. Zahltag. Irgendwann mal. So. Das ist hier Dämon, genau. Den können wir, die können wir dann hier hin machen. So, dann können wir hier dieses Atrium. Mana Schrein. Ja, hier so. Machen wir so. Wieso mache ich immer ein Stück hier weiter? Ist doch. Nein, Zauber wollte ich auch nicht. So, hier, bla. Das kann hier wieder weg. So. Da können wir einen Mana und dann können wir den hier rein. Der generiert der jetzt Mana? Oder lagern die da Mana ein? Ich weiß es nicht so genau. Ist auch nicht ganz so wichtig, glaube ich. Weil Mana haben wir ja hier. So, da können wir uns noch ein bisschen zum Gold weiter buddeln. So, das sieht doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Hoffe ich. Hier können jetzt die Dämonen hin. Können wir vielleicht ein bisschen größer machen, dann können wir noch mehr Dämonen da unterbringen. Sonst schlafen die auch die wieder Sonne da. Die Sonne wird schon bald aufgehen. Auf dem Boden. Ich beeile mich schon. Eigentlich müssten wir noch noch mehr Fallen dahin bauen. So. Da geht überhaupt keiner dran. Ist ja auch nicht so schlimm. Hier sind Fallen, aber die bauen noch nicht. Alles noch ein bisschen sehr langsam. Machen wir mal noch 1, 2, 3 Heiler und noch ein Ork. So, hier unten wollten wir einen Friedhof hinmachen. Friedhof. So. Wenn die hier sterben, können die dann direkt hier beerdigt werden. Die Sonne geht auf. So, und die Sonne geht auf. Hört jemand anderes auch dieses merkwürdige, schabende Geräusch? Wie wenn sich jemand durch Stein graben würde. Also, noch jemand außer uns natürlich. Ja, ich höre es auch. Was natürlich Sinn macht, wir teilen uns ja einen Körper. Könnten vielleicht Termiten sein oder sowas. Termiten? Im Gestein? Quasi Steintermiten? Ach, was für ein Blödsinn. Naja, Fantasy-Welt. Wer weiß, auf welche absurden Ideen die Schreiber da so kommen. Steintermiten. Hörte sich interessant an. Allerdings war die Erklärung viel banaler, denn einige Helden buddelten sich einen weiteren Zugang zum Dungeon des überrumpelten Bösen. Was? Ja. Wir werden angegraben? Verdammt, haltet sie auf! Die Grabungsstelle war über die Oberwelt erreichbar. Es wäre ratsam, diesen Trupps einen Besuch abzustatten und sie von ihrem Treiben abzuhalten. Permanent will sagen, Axt in den Schädel. Will sagen, Axt in den Schädel. Ja, sehr gut. Dann nehmen wir dann mal erstmal alle an der Hand. Lassen hier aber nochmal wieder welche da, logischerweise. Vielleicht auch den Angeschlagenen hier. So. Die können dann mal machen, was sie wollen. Und dann gehen wir mal hier oben hin. Oh! Und gucken uns das Ganze mal an. Ist da
natürlich blöd jetzt, wo Tag ist. Ah, da. Na gut, dass wir so viele Pferdenkämpfer mit haben. Zauber haben wir ja gar nicht, oder? Zauber. Das alles vernichtende Böse hatte dem Bautrop gezeigt, was es von einem weiteren Dungeon-Eingang hielt. Gar nichts. So, jetzt bauen die aber auch noch da. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach so, ja, gut. Dann hört er mal auf und geht mal wieder hier rein. Leute. Leute. Ich bin... Es sind Feinde in eurem Dungeon. Leute, geht doch mal wieder rein. Wollt ihr nicht? Das Böse wird siegen. Die wollten nicht. Die wollten nicht. So, wo sind jetzt hier Feinde? Ich höre es kämpfen. Ich höre es kämpfen. Irgendwo. Da werden... Oh. Okay. Autsch! Oh, die haben noch gut gesehen. Wo sind die denn jetzt hergekommen? Von unten? Da sind da noch mehr. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall stärkere. Und die Fallen sind noch viel, viel, viel zu wenig. Zahltag. Und die Borden müssen auch stärker werden. Damit haben wir sie aber fast alle. Autsch! So, die können doch dann jetzt wieder auf den Friedhof. Bitteschön. Obwohl, da generieren automatisch irgendwie Zombies. Nee, da wird jetzt ein Sarg. Ich verstehe das nicht so ganz mit dem Friedhof. Aber das war ja in der letzten Kampagne auch schon irgendwie mein Problem, dass wir ziemlich viel Platz hatten und die aber nicht wirklich Gräber generiert haben. Weil das finde ich ja sehr praktisch mit den Zombies, dass die hier so am Eingang sind. Und da müssen auch definitiv noch mehr Fallen hin. Ich weiß nicht, wie gut das mit dem Teer ist, da hatte ich jetzt noch nicht so hingeschaut. Aber ich glaube, dass das hier rumführt, ist schon mal eine gute Idee. So, das reicht da erstmal. Müssen wir hier auch nochmal weitermachen. So, und dann bauen wir das hier nochmal ein bisschen anders. Nee, das wollte ich gar nicht. Obwohl, warte, Moment. Moment. So, hier rum. So Schlängellinien. Schlängellinien. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, das hält die kaum auf. Kaum. Die müssen wir mal verstärken, die Fallen. Ich glaube, das kann man ja machen, ne? So, einmal hier. Das ist nämlich ganz gut, das Dingelchen. Plus die Fallen, plus dann die, die da stehen auf der Plattform. Da läuft das. So, und dann machen wir nämlich hier zu. So, hier verschütten. Und hier, dann lassen wir das Mana da einfach liegen. Ist nicht ganz so tragisch. So, und dann könnten wir nochmal mehr Fallen. Hier Pfeilfallen oder sowas.
So. Da brauchen wir noch Böses für. Da brauchen wir auch Böses. Für Talia haben wir genügend Böses. Oh, wo ist sie denn? Sie hört sich so fern an. So, aber da machen wir zu. Dann müssen die nämlich hier komplett rüberlatschen. Hier könnten wir eigentlich... Hier machen wir mal noch einen Durchbruch. Links und rechts, links und rechts das Gold noch abbauen. Hier ist eine Goldader. Dann machen wir dann hier eine Schatzkammer hin. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So, wo sind sie? Wo sind sie da? Ah, die Piekse fallen, die machen nicht so viel. Aber da steht Talia rum, da stehen Heiler rum. Ist ganz gut. Autsch! Das war's für dich. Hier machen wir mal ein Ohr. Aber das muss noch besser gehen hier. Das muss noch besser gehen. Also hier könnten wir vielleicht dann einen Friedhof noch hinbauen. Friedhof hatte ich gesagt. Ich hoffe, das funktioniert dann so. So, Friedhof, Friedhof. Und da könnten dann die halben Toten. Wieso für halbe Tote? Die ganzen Toten. Die ganzen Toten können da rein und Zombies gemacht. Zu Zombies gemacht werden. So. Ich hoffe, das funktioniert so. Das hat ja in der anderen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Na, hier ist zum Beispiel, die liegen hier einfach nur. Und ja, die Pfeile machen nicht so viel Schaden wie erhofft. Naja, vielleicht machen wir doch mal manuelle Fallen. Vielleicht mal einen rollenden Stein. Oh, der braucht aber Platz. Na, der braucht Platz. Dann auf die Stelle doch hier so eine Schatztruhe. Die können wir ja mal hier hinstellen, irgendwo hier so an der Seite. Hier so. So, da kümmern sich aber welche. Auch alle schicken. Werft mich über den Feind ab! Mach ich, Talia. Bitte. Mach fertig. Der steht nicht mehr auf. So, wie das hier mit den Gräbern ist, ich kapiere es wirklich nicht so ganz. Aber sie schaffen es immer noch. Frage ist natürlich auch noch. Wollen wir am Tage diese Sonnentempel, weil das ist ja am Bonus-Ziel. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oder wollen wir auf die Verteidiger die Sonne gehen, weil senkte dann sich. Dürften Schon auch weniger bald hier rein. Würde die Nacht anbrechen. Weil das hier mit den Fallen bringt jetzt gerade mal so gar nichts. Da stehen jetzt Gott sei Dank ein paar Zombies rum. Hat ja doch ein bisschen was gebracht. Au! Ja, aber die müssen ja viel mehr leben. Viel mehr leben.
vielleicht auch einfach mal eine Holztür dazwischen. Aber die war auch nicht so effektiv. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Sehe ich. Oder sind da noch mehr? Diese Tage sind ganz schön nervenzerreißend. Wir sollten uns besser erst einmal noch mehr auf die Verteidigung konzentrieren. Ja, das hörte sich nach einem famosen Plan an. Jedoch war der Untergrund nicht zwingend sicher. Vielleicht hatten diese hinterhältigen Helden noch ein Ass im Ärmel. Was bitte soll denn das bedeuten? Musst du so kryptisch bleiben? Natürlich, das hier soll Spannung aufbauen. Wie furchtbar langweilig wäre es denn, wenn ich jetzt schon alles verraten würde? Extrem hilfreich? Lass dich einfach überraschen. So, ich konzentriere mich ja schon hier auf die Verteidigung. Die können ja jetzt schon hier bauen und bauen und bauen. Gold haben wir genug. Hier könnten wir wieder mal noch ein paar Feldbetten hinstellen. Was mit Essen hier könnte auch eigentlich größer werden mal. Das hier könnte auch mal größer. Hatten wir versucht ganz am Anfang, ne? Eure Schnodderlinge haben einen Raum freigeschaufelt. Na schön, schön für die Schnodderlinge. Jetzt funktioniert's hier. Dass wir es einfach größer machen. Weil wir haben ja da... So, und hier kommt ja noch gar keiner. Da ist ja noch die Barriere. Hier könnten wir einen Durchbruch machen. So, und dann möchte ich jetzt aber eigentlich schon gerne an die Oberfläche. Damit wir halt, ja, die Helden und so platt machen können da oben. Ja, machen wir jetzt auch. Wir nehmen mal die gesamte Armee mit und lassen die Zombies hier. Zombies schmeißen wir mal hier rein. Und wir lassen ein Ork hier. Und noch ein Ork hier. So, und dann gehen wir mal ja doch wieder von hier aus. Und dann gucken wir mal, was wir an der Oberfläche ausrichten können. So, haben wir alle? Haben wir alle. Ne? Wen soll ich massakrieren? Ich gucke mal. Ich würde schon gerne hier jetzt zu diesem Sonnentempel. Wo waren wir denn da jetzt gerade lang? Da, hier. Hier hoch müssen wir wieder. Ich hoffe, der eine Heiler heilt sich auch da. Na, wird schon, wird schon. So, es ist rein. Zahltag. Ja, ja, ist ja gut. Und dann müssen wir hier mal die Türme kaputt machen erst. Dann haben wir, glaube ich, schon mal einen Sonnentempel. Der pennt da echt in Seelenruhe. Aua! Oha, die sind aber echt stark. Die sind echt super mega stark. Das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir gar nicht hin. Wow. Es stehen immer noch beide Tempel. Was zum Teufel hast du denn bisher gemacht? Ja, hast du das nicht gesehen? Du kannst das nicht diplomatisch lösen. Los, geh hin und mach das Ding dem Erdboden gleich. Hast du das nicht gesehen, was das mit uns gemacht hat? Wir lassen die mal eben hier stehen. Lassen sie sich ein bisschen heilen. Und dann gehen wir mal kurz in Dungeon und generieren nochmal 2 Orks, einen Heiler und noch einen Fernkämpfer.
Nehmen die alle mit. Den, 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 den. Und, ja, die können da bleiben. Hier rein. So, haben wir alle. So, ihr kommt mal mit. Zu den anderen. Wo haben wir sie hingestellt? Wo haben wir sie? Moment, wo haben wir sie denn hingestellt? Da haben wir sie hingestellt. So. Einmal hierhin bitte. Kommt ihr? Ja, sie laufen. Und dann entscheiden wir uns doch eher, die Quelle des Bösen da hinten nochmal einzunehmen. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Mann, 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 die sind ganz schön platt. Das war nicht so schön. Aber wir können von hier, können wir doch forschen und verbessern. Aber mehr Kreaturen wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich hier verbessern. Na, jetzt ist zu spät. So, wir lassen die mal ganz kurz ein bisschen aufwerten noch.